Guten Tag, liebe Leserinnen und liebe Leser, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Freitag und einen guten Start in das Wochenende, in dieses nächste Adventswochenende. Ja, bevor ich zur 39. Stunde zur Weltgeschichte und der insgesamt 557. Geschichtsstunde von Egon komme, nur kurz was zu gestern. Ich hatte ja mich schrieb, ich glaube, der Stefan war es, schrieb mich an: Mensch, Brexit, ja, Johnson hat gewonnen, du postest gar nicht. Habe ich deswegen nicht getan, weil wir wissen ja, dass von der Brexit-Abstimmung, da hieß es ja auch am Abend noch von der Umfrage und Prognose: Brexit kommt nicht, no deal, Quatsch, es wird no Brexit gestimmt. Und dann im Laufe der Nacht entwickelte sich das anders. Und wir kennen ja das britische Wahlsystem, da geht es ja nicht nach Prozenten wie hier. Und dann kriegt die Partei X so und so viele Sitze und die Partei Y so und so viele. Sondern wird jeder einzeln gewählt. Und deswegen habe ich gesagt, wartest du das einfach ab. Und dann habe ich diesmal nicht das angetan. Habe die ganze Nacht durchgeguckt, bis früh um 6, um 7, wie damals beim Brexit. Sondern ich habe gesagt, komm, das letzte Stand, den ich gesehen hatte, da hatten sie 322 Sitze. Ich glaube, das reichte dann schon. Das verpackst du morgen in eine Begrüßung. Ja, da will ich mal kurz was an die Freunde aus England, aus Großbritannien grüßen, an das normale Volk, nicht diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass wir damals bombardiert worden sind, sondern das normale Volk, das dazu nur verführt worden ist, von diesen Leuten. Welcome to the free world, and now get out quickly out of the EU. Ganz, ganz schnell raus aus der EU. Von der Leyen destroyed at the moment our industry. Ihr werdet davon verschont bleiben. Ja, gut, das soll es gewesen sein. Erstmal zu dem Aktuellsten. Anders habe ich jetzt gar nicht geguckt. Das ist ja somit das Wichtigste gewesen, was gestern passiert ist, werde ich dann auch nochmal in der Begrüßung verpacken. Ja, gut, damit wollen wir jetzt endlich kommen zur 39. Stunde zur Weltgeschichte und der 557. Geschichtsstunde insgesamt. Gestern hatten wir geendet mit, mal schauen, die Holzbildung lässt Pflanzen in die Höhe schießen. Ja, da hat man schon gesehen, mittlerweile gab es 16 Meter hohe Bäume. Die allerdings, kleinen Moment, noch einen Schluck Milch, die allerdings noch nicht mit den heutigen Bäumen vergleichbar waren, weil es vor allen Dingen Farne waren, die da in die Höhe wuchsen. Aber das Leben auf dem Festland wurde bunter, im positiven Sinne bunter, nichts mit dem Bunt zu tun, was heute als bunt verkauft wird. Ja, und heute geht's weiter. Mit, und dann müssen wir schauen, nehmen wir gleich die Randbemerkung weg. Um, ich sage mir ein bisschen verschluckt. Heute geht es weiter mit der Randbemerkung. Um 375 Millionen Jahre vor heute. Die Landmassen Gondwanas und des Old Red Kontinents haben sich einander genähert. Das belegt die Verbreitung vieler Ammonoideen, Brachiopoden und Fischarten. Sie sind zwischen Küstengebieten gewandert, die zuvor zu weit auseinander lagen, um erreicht werden zu können. Und weiter geht's. Immer noch um 375 Millionen Jahre vor heute. Aus für Kleinpflanzen. Die Flora des heutigen Nordamerika erlebt eine drastische Veränderung. Die Zusammensetzung der Pflanzen ändert sich mit dem allmählichen Aussterben von Lyzopsiden, die jetzt nur noch in Baumform auftreten, jedoch nicht mehr als Bodenpflanze. Darüber hinaus verschwinden auch andere Kleinpflanzen gegen Ende des Oberdevons, wie moderne Untersuchungen entsprechender Schichten aus dem US-Bundesstaat New York ergeben. Ja, da sieht man, die kleinen Pflanzen waren weg, dafür gab es dann große. Ne? Das ist wieder das, wo man manche sagen, oh, Arten sterben. Aber es ist oftmals gar kein Artensterben, sondern nur eine
Mutation oder eine Metamorphose, so ist richtig, eine Metamorphose alter Pflanzen zu neuen Pflanzen oder alter Tiere zu neuen Tieren. Weiter geht's. Um 375 Millionen Jahre vor heute, Stillstand bei Armfüßern. Sowohl die Verbreitung als auch die Artenvielfalt der Armfüßer, in Klammern auch Brachiopoden genannt, Klammer zu, kommt im Zusammenhang mit dem Massenaussterben im Oberdevon zum Stillstand. Mit den Atrypida und Pentamerida sterben zwei Großgruppen vollständig aus. Auch die Ortida sind von der Katastrophe betroffen. Bei den Ortida handelt es sich um meist halbkreisförmige Brachiopoden mit einem radial gerippten Gehäuse, aber ohne ein kalkiges Armgerüst. Ohne ein kalkiges Armgerüst. Also die nächsten, die aussterben. Alles ohne Industrie, alles ohne Menschen, alles ohne Zutun von angeblich menschengemachten CO2. Ganz einfach, weil die Naturgesetze zugeschlagen haben und sich das Klima ganz normal verändert hat. Weiter geht's. Um 375 Millionen Jahre vor heute. Eiszeit auf Gondwana. Wie bereits im ausgehenden Ordovizium 495 bis 440 Millionen Jahre vor heute, kommt es auch im Oberdevon zu einer deutlichen Abkühlung des Weltklimas, die sich besonders auf dem über dem Südpol liegenden Riesenkontinent Gondwana bemerkbar macht. Erneut ist dieser Abkühlungsprozess mit verheerenden Folgen für das marine Leben verbunden. Die schwersten Verluste erleiden die riffbildenden Gemeinschaften, Brachiopoden, Trilobiten, Konodontentiere und Ammonoideen. Ja, da haben wir es wieder. Wieder eine Klimaveränderung, eine Abkühlung, ohne Zutun des Menschen, ohne Zutun irgendeiner Industrie, die angeblich zu viel CO2 erzeugt. Und dadurch sind halt Arten, die es seit Jahrmillionen, 100 Millionen Jahren gab, plötzlich ausgestorben. So ist der Lauf der Welt, so ist der Lauf der Zeit. Und da können Sie tausendmal die Grünen wählen. Das wird sich nicht ändern. Das Einzige, was sich ändert, wenn man Grüne wählt, dass sein Leben beschissener wird, ne, als Mensch. Weiter geht's. Beide Vereisungsphasen von Gondwana werden von Wissenschaftlern erst sehr spät entdeckt, da sich ihre Spuren in Erdregionen finden, in denen sie am wenigsten gesucht oder vermutet werden. Inzwischen sind entsprechende Fundstellen in Australien, im östlichen und mittleren Indien sowie an verschiedenen Orten Afrikas und Südamerikas nachgewiesen. Jetzt mal das erste Bäuerchen für heute und da geht's weiter. Das unterschiedliche Alter der jeweiligen Vereisungsgeschichten ist auf die Wanderung des riesigen Südkontinents zurückzuführen, durch die sich jeweils andere Teile des Festlands über den Südpol geschoben haben. Wichtige Fundplätze der Eiszeiten Gondwanas gibt es auch in den Wüstenregionen der arabischen Halbinsel, vor allem in den sogenannten Wadis, den spezifischen Talformationen der Wüstenlandschaft. Dort lassen sich große, steil aufragende Klippen mit Devongesteinen finden, die aus unregelmäßig geformten Felsblöcken bestehen. Die in diesem Geröllgestein eingeschlossenen Kiesel aus Kalk, Sandstein und Graniten weisen nicht anders als die wieder freigelegten Talsohlen der Devonzeit selbst jene typischen Kratzspuren auf, die als das charakteristische und unzweifelhafte Erkennungsmerkmal aller Vergletscherungen gelten. Muss ich kurz umgreifen. Und weiter geht's. Die beginnende Vereisung von Gondwana führt zu einer weiteren Abkühlung des Klimas. Zugleich werden dem Wasserkreislauf der Erde durch das Anwachsen der Gletscher große Mengen Wasser entzogen, wodurch die Meeresspiegel sinken.
Außerhalb Gondwanas beschränken sich die Folgen auf das marine Leben. Die terrestrische Fauna und Flora im äquatorialen Raum bleibt relativ unbeschadet. Die großen Gewinner des Klimawandels sind die auch heute noch vertretenen Kieselschwämme, die eine Fülle neuer Arten hervorbringen. Kieselschwämme zählen zu den Porifera, deren Vertreter, bis auf wenige Arten, bevorzugt im kalten Salzwasser leben. Na, da schauen wir. Wieder mal hat der Klimawandel, wie immer, der ganz natürliche, durch Naturgesetze hervorgerufene Klimawandel, Gewinner und Verlierer. Leben und Sterben auf der Erde ist ganz normal und nicht nur vom einzelnen Individuum, dem einzelnen Menschen, dem einzelnen Tier, sondern auch das Auferstehen und Sterben von ganzen Arten war schon immer so, wird sich nie ändern. Und wenn uns noch mehr, und wenn es Greta noch mehr Panik macht. Wie gesagt, Greta, mir machst du keine Panik, weil ich weiß, wie die Erde funktioniert. Leider wissen es viele komischerweise, merkwürdigerweise nicht mehr. Die glauben nur noch, dass man mit Gesetzen die Naturgesetze ad acta legen könnte. Das geht aber nicht. Und hier haben wir noch ein Bild dazu. Die Gewinner sehen wir hier, dieser Eiszeit. Kieselschwämme, die zu den effizientesten Riffbildnern der Erdgeschichte zählen, profitieren von der weltweiten Abkühlung des Klimas. Da haben wir. Hier haben der ABBA es gesungen. The winner takes it all. Das waren damals die Kieselschwämme. We proudly presents the winner. Jetzt weiß ich nicht, wie Kieselschwämme auf Englisch heißt, muss ich passen. We proudly do present the winner of the Ice Age. Weiter geht's. Und da sind wir wieder bei einem Fokus. Und hier steht drüber: Naturkatastrophen, der Fall Krakatau und andere Desaster. Ich sage immer eher Naturereignisse, Katastrophe. Ist es eigentlich nicht. Für die Natur ist es nie eine Katastrophe. Nur für den einen oder anderen Menschen, weil er unter Umständen in Gegenden gebaut hat, wo man nicht bauen sollte und so weiter. Für die mag es eine persönliche Katastrophe sein, aber in Wirklichkeit sind Naturkatastrophen Naturereignisse. Weiter geht's. Klimaveränderungen und einschneidende Naturkatastrophen können einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt, in Klammern Biodiversität, Klammer zu, leisten. Ein anschauliches Beispiel für die Neubesiedlung nach einem katastrophalen Artensterben liefert im 19. Jahrhundert die zwischen Sumatra und Java gelegene Insel Krakatau. Das Massenaussterben und die Neubesiedlung Krakataus spielen sich direkt vor den Augen der Wissenschaft ab. Und wie wir heute wissen, hat selbst nur dieser Vulkanausbruch, dieses Krakatau, sogar eine zweijährige sogenannte kleine Eiszeit verursacht, aufgrund dessen auch zum Beispiel viele Iren dann nach Nordamerika ausgewandert sind, weil bei denen 2 Jahre lang nichts mehr richtig gewachsen ist, weil sich die Staubwolke so hoch in die Hemisphäre verteilt hatte, dass sich die Erde 2 Jahre lang, also die Sonneneinstrahlung so gering war, dass es nicht reichte, um ordentlich was wachsen zu lassen. Ja, das sind alles solche Dinge, die Einfluss auf unser Klima haben, meine Freunde. Und die sind ganz natürlich. Aber vielleicht kommen ja die Grünen auch noch auf die Idee, das Ausbrechen von Vulkanen per Gesetz verbieten zu lassen. Und dann tut Extinction Rebellion sich oben am Vulkan anketten und dagegen demonstrieren, dass er ausbricht. Weiter geht's. Im August 1883 kommt es auf der indonesischen Insel Krakatau zu einer Serie vulkanischer Eruptionen. Sie kulminieren am 27. August in einer ungeheuren Explosion, durch die sich die Sonne so stark verfinstert, dass die Erde erst 5 Jahre später wieder ihre Normaltemperatur erreicht. 5 Jahre,
hat das gebraucht. 5 Jahre. Ja. Etwa 36.000 Menschen kommen durch die Naturkatastrophe ums Leben. Vor allem durch die rund 30 Meter hohe Flutwelle, die gegen die Küsten Sumatras und Javas rollt. Auf den verschmorten Überresten Krakataus, das fortan Rakata heißt, überlebt kein einziges Lebewesen. Weder Tier noch Pflanze, Spore oder Samen. Eine erste Expedition 9 Monate nach dem Ausbruch findet auf Rakata ein einziges, allerdings sehr ausbreitungsfreudiges Tier. Muss ich umgreifen? Nämlich eine Spinne, die durch den Wind auf die Insel getragen wurde. Nach 3 Jahren haben sich die ersten Moose, Blaualgen, vier Korbblütler, 2 Gräser und 11 Farnarten etabliert. Im Jahr darauf wird die Fauna um die ersten Bäume bereichert. Bis 1889 können mehrere Spinnen, Schmetterlinge, Fliegen, Käfer und mindestens ein großer Waran nachgewiesen werden. 1906 beherbergt Rakata mehr als 100. Im Jahr 1934 bereits 271 Pflanzenarten. Die Farne werden nun von den verschiedenen Bäumen der Strandregion in die Höhenlagen verdrängt. 27 Vogelarten hatten sich dauerhaft etabliert. Ein Großteil der Pflanzensamen wird durch den Wind angeweht. Fast 30% haben, wie die Kokospalme mit ihren seetüchtigen Samen, den Weg über das Meer genommen. Andere pflanzliche Neuankömmlinge werden von Vögeln mitgebracht. Das Muster der Besiedlung ist typisch. Anfangs ist die Zuwanderungsrate hoch, dann sinkt sie, je stärker ökologische Nischen ausgefüllt werden. Ja, bei uns ist es nicht so, egal wie voll unsere Städte werden, der Herr Seehofer hat immer wieder neu ins Land und die Grünen. Ja, was lernen wir daraus? Ist interessant, wenn das heute passiert, dann wird uns sofort Sekunden später die Bilder für live gezeigt. Und dann kommen die ARD und ZDF-Fernsehteam und die superschlauen Wissenschaftler und zeigen uns, wie verheerend alles ist, dass wir jetzt die ganzen Menschen aufnehmen müssen, wo die sind ja alle gestorben, gab es keine mehr, aber wenn da welche noch wären. Und da wird uns dann ein Bild von der kommenden Klimakatastrophe und der Apokalypse der Erde präsentiert. Aber wie wir sehen, selbst so groß wie diese Katastrophe war, wie große Auswirkungen sie auf die gesamte Erde hatte. Also wie gesagt, das war nur eine Folge, eine Serie von Vulkanausbrüchen weit, weit weg im Osten der heutigen Erde, im Südosten. Und trotzdem hat die ganze Erde betroffen. Und wie gesagt, das sind alles Dinge, über die wird überhaupt nicht mehr diskutiert. Es geht nur noch um das menschengemachte CO2. Wenn wir unsere Industrie komplett platt machen, wie das jetzt die Frau von der Leyen vorhat, und diese Beknackten, die man da in der EU gewählt hat, zumindest ein großer Teil davon, dann würde das alles nicht mehr passieren. Dann würde die Erde immer das gleiche Klima behalten und wir leben weiter in einem Paradies, was sich nie verändert. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wir haben dieses Buch, kauft euch alle dieses Buch, liebe Instinction Rebellion und liebe Fridays for Future, lest es mal von Anfang bis Ende durch. Da seht ihr, dass ihr für dummen Nöhl auf der Straße rumrennt und Leute belästigt mit euren Blockaden, weil ihr werdet den Lauf der Erde nie aufhalten. Und das ist gut so. Ja, hier haben wir noch 2 Bilder dazu. Schon mal. Der Vulkan Krakatau im Jahre 1883. Kolorierte zeitgenössische Zeichnung. Ja, da sieht er noch so richtig malerisch aus, der Krakatau, der damals das Klima auf der ganzen Erde bestimmt hat. Dieser eine Vulkan. Und dann haben wir das nächste Bild.
Einige Ökosysteme sind gut an das Feuer angepasst oder benötigen dieses sogar für ihre Erhaltung. So viel zu den Waldbränden. Also auch selbst ein Waldbrand lässt wieder neues Leben entstehen, wird benötigt für das Ökosystem. Und wenn das halt nicht unbedingt mit Absicht passiert, dass sowas angesteckt wird, dann ist das keine Katastrophe für die Erde, sondern ganz natürlich, wenn dann Blitz einschlägt und der ganze Wald abbrennt. Es ist zwar schade in der Umgebung, wenn dort jemand wohnt, möchte ich natürlich auch nicht dort wohnen, das ist logisch, aber es ist normal. Es sind normale Vorgänge auf der Erde, die altes Leben vernichten und Neues entstehen lassen. Weiter geht's mit dem nächsten Unterabschnitt zu dem Fokus. Feuer als Regulationsfaktor, da kommt jetzt das Passende zu dem Bild. Eine ambivalente Rolle für Ökosysteme spielt auch das Feuer. Während Brände für einige Ökosysteme fast immer eine Katastrophe darstellen, in Klammern zum Beispiel im tropischen Regenwald, Klammer zu, sind sie für andere Gebiete, etwa Savannen, fester Bestandteil des natürlichen Kreislaufs. So werden viele Pflanzen und Tierarten durch die direkten und indirekten Auswirkungen von Feuern gefördert. Die nordamerikanischen Mammutbäume, in Klammern Sequoias, Klammer zu, sind auf das Feuer sogar zwingend angewiesen. Nach Durchzug eines Waldbrands öffnen sich durch die heiße Luft die Zapfen der Giganten und ihr Samen kann auf den mit mineralreicher Asche frisch gedüngten Boden fallen. Der Baumstamm verfügt über einen Schutzpanzer gegen die Auswirkungen von Waldbränden. Er wird durch eine bis zu einem Meter starke Borke vor den hohen Feuertemperaturen geschützt. Dort, wo Feuer in den Stammfuß eindringen konnte, schützt eine Holzkohleschicht den Baum vor Insekten und Fäulniserregern. Seit den 1970er Jahren befasst sich die Feuerökologie mit der naturgemäßen Rolle von Feuern in Wäldern, Buschländern und Savannen. Dieser Forschung verdanken wir neue Einsichten in die produktiven und schöpferischen Kräfte des Feuers. Wie gesagt, man kann es immer wieder wiederholen. Es wiederholt sich immer wieder wie in so ein roter Faden. Die Natur, der normale Klimawandel und alles, was zu den Naturgesetzen dazugehört, vernichtet zwar auch Leben, aber er sorgt auch dafür, dass neues Leben entsteht. Und deswegen wird es keinen Untergang der Welt in 12 Jahren geben. Liebe Fridays for Future, ne? Ja, weiter geht's mit dem letzten Unterabschnitt dieses Fokus: klimatische Extreme. Einen großen Anpassungsdruck auf die Tier- und Pflanzenwelt üben auch massive Klimaveränderungen oder Klimaextreme aus. Obwohl die Umweltbedingungen seit dem Devon auf der ganzen Welt sehr viel lebensfreundlicher wurden, existieren auch in der Gegenwart noch klimatische Extreme. Mit einem jährlichen Mittel von 34,4 Grad Celsius ist Da Lol in Äthiopien heutzutage der heißeste Ort der Erde. Am kältesten Ort der Plateau Station in der Antarktis zeigt das Thermometer im jährlichen Mittel minus 89 Grad Celsius. Nicht nur bei den Temperaturen, auch bei den Niederschlagsmengen kommt es zu extremen Ausprägungen. Bei Calama in der chilenischen Atacama-Wüste ist bis 1972 über 400 Jahre lang kein Regen gefallen. Dagegen werden am Mount Waialeale auf der Hawaii-Insel Kauai, USA, die meisten Regentage eines Kalenderjahres gezählt. 350, ne, das wäre dann, wird man ramdösisch. Nur 15 Jahre, Tage im Jahr kein Regen.
Ja, den anderen freut, des anderen Neid. Ja, hier haben wir noch ein Bild dazu. Den Klimaveränderungen in der Erdgeschichte auf der Spur. Forschungsstation in der Antarktis. Das ist also diese Plateaustation, wo ich Station gesagt habe, weil ich dachte, kommt jetzt was Englisches. Aber man könnte ja Station sagen. Ja, wie gesagt, es streitet kein normaler Mensch, dass es diese Klimaveränderung gibt und dass auch diese Klimaveränderungen Veränderungen der Flora und Fauna und des Gesichts der Erde nach sich ziehen. Aber es ist unbestritten, dass es diese Klimaveränderungen schon immer gab, auch ohne Mensch und auch ohne Industrie. Weiter geht's mit, und da haben wir rechts eine Quizsäule, rechts und links auch, also diesmal keine chronologischen Ereignisse, können wir gleich die beiden Berichte erstmal in der Mitte nehmen. Um 375 bis 354 Millionen Jahre vor heute. Riffbildner stark dezimiert. Die Abkühlung des Weltklimas sowie die beginnende Eiszeit auf Gondwana beeinträchtigen das marine Ökosystem. Besonders verheerend wirkt sich das auf die riffbildenden Gemeinschaften aus, die an der Devon-Karbon-Grenze fast vollkommen kollabieren. Nachdem die Riffgemeinschaften eine etwa 100 Millionen Jahre andauernde Blüte erlebt hatten, werden nun für einen fast genauso langen Zeitraum keine echten Riffe mehr gebildet. Erst mit dem Beginn des erdgeschichtlichen Mittelalters an der Perm-Trias-Grenze um 250 Millionen Jahre vor heute und dem Erscheinen der ersten Scleractinia, ich wiederhole nochmal, Scleractinia, den heute lebenden Korallen, entstehen wieder neue Riffsysteme. Der Aussterbeprozess der einzelnen Riffbildner vollzieht sich in unterschiedlichen Zeitspannen. Manche Arten verschwinden sehr rasch, andere im Laufe von Jahrmillionen. Zu Beginn des Oberdevons sind noch mindestens 148 Arten riffbildender Flachwasserkorallen nachgewiesen. Zum Ende der Epoche sind es maximal sechs. Während die koloniebildenden Korallen vollkommen verschwinden, werden die für die tieferen Wasserschichten typischen Arten nur dezimiert. Noch vor dem Ende des Devons erleben sie eine Phase einer ausgeprägten adaptiven Radiation, das heißt einer entwicklungsgeschichtlichen Aufspaltung in neue Linien. Aus diesem Prozess gehen mindestens 14 neue Familien hervor. Allerdings handelt es sich ausschließlich um solitäre, in Klammern zu Deutsch, einzeln lebende, Klammer zu, Formen, die mit den charakteristischen Formen des Devons keine Ähnlichkeit haben und auch keine Funktion als Riffbildner übernehmen. Riffe werden im Karbon 354 bis 292 Millionen Jahre vor heute und im Perm 292 bis 250 Millionen Jahre vor heute durch Stromatolithen bildende Blaualgen in Klammern Cyanobakterien Klammer zu erbaut. Stromatolithen sind jene Kalkkrusten, die von Blaualgen durch Kalkausfällung erzeugt werden und die bereits im Präkambrium gesteinsbildend sind. Das Aufkommen der Cyanobakterien im Oberdevon ist eine unmittelbare Folge des Klimawandels. Durch die rasante Entwicklung der marinen Fauna war in den vorangegangenen Jahrmillionen eine Fülle von Arten entstanden, die sich von den Blaualgen ernährt hatten. Nun aber der Abkühlung der Meere zum Opfer fallen. Der Verlust der Fressfeinde führt zur Vermehrung der Cyanobakterien. Tja, also wie wir hier sehen, auch dieses ja langsam zu Ende gehende Riff vor Australien, das Great Barrier Riff, wo man einen riesengroßen Weltuntergangshype ja, erzeugt und immer sagt, alles Klimaerwärmung, alles durch Menschenmord, alles Schwachsinn. Damals gab es noch keine Menschen, erst recht keine Industrie oder Autos, und trotzdem sind auf natürliche Weise durch die Naturgesetze Ereignisse entstanden, die dazu führten,
dass es die Korallenbildung, die Riffbildung vollkommen endete für 100 Millionen Jahre, nachdem sie 100 Millionen Jahre lang eine Blütezeit hatte, kurz gesagt. Wir müssen uns einfach davon trennen, dass ich weiß nicht, das ist ja eigentlich total irre, weil wir wissen es ja eigentlich alles, steht ja alles in Büchern, haben es alles erforscht, aber wir müssen uns von dem Gedanken trennen, dass unsere Erde immer so bleibt, wie wir sie gerne haben möchten. Darauf nimmt die Erde keine Rücksicht. Die Erde verändert sich, ob wir es wollen oder nicht. Und wenn gestern noch ein See vor unserer Tür war und der dann in 50 Jahren dort nicht mehr ist, ist er nicht mehr dort, wenn das die Erde so möchte. Und wenn da, wo ich jetzt lebe, in 100 Jahren ein neues Meer entstanden ist, dann ist das halt genauso unveränderbar. Das ist einfach Tatsache. Es mag zwar für die, die direkt betroffen sind, nicht schön sein, aber das ist einfach so, Leute. Ne? Ja, hier haben wir noch ein Bild dazu. Vorläufiges Ende der Riffbildner. Korallenkolonie Dysphyllum aus dem Mitteldevon. Ich wiederhole nochmal, Dysphyllum. Also jetzt sehen wir mal den Riffbildner Dysphyllum. Korallenkolonie Dysphyllum ist das. Und weiter geht's mit einem kürzeren, größeren Artikel um 375 Millionen Jahre vor heute. Jahresringe zeigen Alter an. Pflanzen der Gattung Archaeopteryx entwickeln Jahresringe, an denen sich jahreszeitliche Klimaschwankungen ablesen lassen. Die Baumart ist auch durch einen hohen Abwurf von Holz gekennzeichnet. Abgebrochene und auf den Boden gefallene Äste von Archaeopteryx nähren vermutlich Brände, die durch Blitzeinschlag entstehen. Die unkontrollierten Feuer zerstören im Oberdevon wahrscheinlich viele Wälder. Die nährstoffreiche Asche bildet jedoch gleichzeitig die Grundlage für neuen, stärkeren Pflanzenwuchs. Na, schau an. Jahresringe in Klammern Jahrringe, Klammer zu, kommen im Holz von Bäumen und Sträuchern dadurch zustande, dass das im Sommer wachsende Holz dichter und dunkler ist als das weitporige helle Frühjahrsholz. Die winterliche Ruheperiode ist an Stammquerschnitten durch die scharfe Grenze zwischen dem Spätholzring in Klammern Sommerring, Klammer zu, des einen und dem Frühholzring in Klammern Frühjahrsring, Klammer zu, des folgenden Jahres gekennzeichnet. Somit gestatten die Jahresringe auch eine Altersbestimmung. Auf der Auswertung der unterschiedlich breiten Jahresringe basiert unter anderem die Dendrochronologie, eine wissenschaftliche Datierungsmethode. Also, jetzt wissen wir auch, wie sich das mit den Jahresringen verhält, wie die entstehen in den Bäumen, wer es denn nicht schon gewusst hat. Hier haben wir noch ein Bild dazu. Fossil des bis zu 30 Meter hohen Baumes Archaeopteryx, der im Devon bereits Jahresringe ausbildet. Also davor, bei den in die Höhe wachsenden baumähnlichen Pflanzen, war das noch nicht der Fall. Der Archaeopteryx, der hat das dann schon getan. Und dann haben wir noch die zwei Randbemerkung, diesmal zwei Begriffserklärungen, dann sind wir schon auf den letzten beiden Seiten. Damals erstes die adaptive Radiation. Das ist die Auffächerung einer wenig spezialisierten Art, in Klammern Radiation, Klammer zu, bei Herausbildung spezifischer Anpassungen, in Klammern Adaption, Klammer zu, an die herrschenden Umweltverhältnisse. Voraussetzung ist dabei außerdem Vorhandensein
von unbesetzten ökologischen Nischen eine geografische Isolation, zum Beispiel Inseln oder Seen ohne Zufluss. Es dürfen auch keine Beutegreifer oder Konkurrenten vorhanden sein. Und dann haben wir die zweite Begriffserklärung auf der rechten Seite. Dendrochronologie, Datierungsmethode der Archäologie und anderer Wissenschaften, bei der die Jahresringe von Bäumen gezählt werden. In der Naturwissenschaft können mit der Dendrochronologie außer der Altersbestimmung von Holz auch anhand der Verknüpfung von Klimadaten mit den Jahrringchronologien Klimawachstumskorrelationen hergeleitet werden, die die Reaktion der Bäume auf Umwelteinflüsse in Einjahresauflösung dokumentieren. Und jetzt trinke ich mal einen Schluck Milch und dann geht's in die vorletzte Seite. Diesmal ohne Randbemerkung, ist also schon mal weniger und zwei relativ große Bilder mit drin. Um 375 bis 360 Millionen Jahre vor heute. Artenreichtum in Kanada. Unter dem starken Einfluss von äquatorialen Klimaverhältnissen bietet die Region im Mündungsgebiet des heutigen St. Lawrence-Stroms in Kanada ideale Lebensbedingungen für zahlreiche Vertreter der oberdevonischen Pflanzen- und Tierwelt. Etliche Lebewesen fossilisieren in der Nähe der heutigen Kleinstadt Miguasha an der Südküste der zu Quebec gehörenden Gaspé-Halbinsel. Im Oberdevon werden die Uferregionen der Skowmenaq Bay, von vielen hochentwickelten Pflanzen und terrestrischen Skorpionen besiedelt. Noch ausgeprägter ist der Fischreichtum. Neben primitiven Kieferlosen existieren hier Panzer- und Lungenfische sowie Fleischflosser in großer Zahl. Aus jüngeren Ablagerungen wurden bis heute mehr als 14.000 Fossilien archaischer Amphibien geborgen. Wichtigstes Fundstück ist das gut erhaltene fossile Skelett eines Eustenopteron. Ja, ich wiederhole es nochmal. Eustenopteron. Also das Skelett eines Eustenopteron aus dem Oberdevon, das von seinem Entdeckern zunächst irrtümlich einem landlebenden Wirbeltier zugeschrieben wurde. Eustenopteron ist jedoch unter allen Gattungen der Fleischflosser diejenige, deren Skelettmerkmale am besten den Vergleich mit den Vierfüßern erlauben. Erstmals entdeckt wird die Fossilienlagerstätte 1842, gerät dann jedoch wieder in Vergessenheit. Seit der Wiederentdeckung 1879 zieht der Fossilienreichtum Wissenschaftler aus aller Welt an. Also wieder eine Gegend, wo sich durch spezielle Umstände viel an dem erhalten hat als Fossil, was zu früheren Zeiten auf der Erde lebte. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Satellitenaufnahme des St. Lawrence-Stroms. Der im Mündungsgebiet gelegene Miguasha Park zählt heute zum UNESCO-Weltnaturerbe. Da sehen wir mal diesen riesigen Strom, der sogar ziemlich deutlich aus dem Weltall mit Satellit zu erkennen ist. Und alle solche Sachen, die gab es früher gar nicht. Solche Beobachtungen konnte man überhaupt nicht machen, dass man so von oben, das geht erst seit, wann ist die erste Rakete hoch? In den 60er Jahren. Das sind 42, sind 50, 60 Jahre, ein bisschen mehr als ein halbes Jahrhundert. Und heute vergleicht man mit Zahlen von vor 150, 100 Jahren, die noch unter ganz anderen Bedingungen entstanden sind, wo durchaus auch möglich ist, dass es menschliche Fehler gab, Abweichungen oder beziehungsweise
noch keine Instrumente vorhanden waren, die so auf dem Millimeter, wie ich es mal so sagen, auf dem Mikromillimeter genaue Sachen messen konnten. Weiter geht's. Um 375 Millionen Jahre vor heute. Das Weltklima wird rauer. Gegen Ende des Oberdevons unterliegt das globale Klima großen Schwankungen. In den Ozeanen herrscht verstärkter Sauerstoffmangel aufgrund des Algenüberschusses. Der Meeresspiegel sinkt drastisch. Viele Flachmeere trocknen aus. Das Klima wird insgesamt rauer. Neben vielen anderen Lebensformen wie Trilobiten, Brachiopoden und Conodonten werden auch die bislang blühenden Korallenriffe stark dezimiert. Ja, das haben wir kein Bild dazu, war ein ganz kurzer Abschnitt und jetzt sind wir schon auf der letzten Seite. Um 375 bis 354 Millionen Jahre vor heute. Panzerfisch frisst Urhaie. Ja, war, muss aber ganz schöner MS gewesen sein, der Panzerfisch. Bevor die Panzerfische oder Platzodermen im ausgehenden Oberdevon ihren vollständigen Untergang erleben, tritt mit dem Dunkleosteus ihr größter Vertreter auf den Plan. Dunkleosteus gehört der artenreichsten Gruppe der Panzerfische an, den Arthrodira. Mit einer Länge von bis zu 10 Metern ist er der mächtigste Räuber der oberdevonischen Meere und zugleich das größte Wirbeltier der gesamten Epoche. 10 Meter, ein Fisch. Wie alle erst später entwickelten Platzodermen weist auch Dunkleosteus eine insgesamt viel schwächere Körperpanzerung zugunsten eines besseren Schwimmvermögens auf. Einzig der Kopf ist von massiven Knochen umgeben. Mit seinen grob gezackten Kieferrändern, die wie Reißzähne wirken, ernährt er sich von kleineren Platzodermen sowie von Vorläufern der Haie, die er mit einem Biss zertrennt. Dunkleosteus bevorzugt die wärmeren Gewässer. Neben den Platzodermen geht auch die Entwicklung der anderen Fische weiter. So bildet sich etwa in der Mitte des Oberdevons die Fischart Holoptychius, ich wiederhole es nochmal, Holoptychius heraus. Die charakteristische Form dieses Wasserbewohners verbreitet sich im Karbon über den ganzen Globus. Holoptychius wird etwa 75 cm lang und gehört zur Gattung der Porolepiformen, die seit dem Unterdevon existieren. Also ich wiederhole nochmal, Porolepiformen. Ja, und da haben wir noch ein Bild zum Abschluss von diesem haiefressenden Ungetüm, diesem Panzerfisch. Ich gehe mal davon aus, dass es ist, genau. Also nicht ein komplettes, sondern ein Skelett. Also der Kiefer alleine. Oh, ist nur der Kiefer, wenn ich es richtig sehe. Schädelrekonstruktion, oder Schädel zumindest ist es noch. Schädelrekonstruktion eines Dunkleosteus, des größten Räuberfisches, der in den Meeren des Oberdevons beheimatet ist. Im Jahre 2006 rekonstruieren Forscher der North Park University Chicago die Beißkraft des bis zu 4 Tonnen schweren Tieres. Danach schnappten die messerscharfen Zähne mit einer Kraft von 5.300 Newton zu. Das entspricht der Gewichtskraft eines 530 Kilogramm schweren Körpers auf der Erde. Damit steht dieser Raubfisch dem berühmten Tyrannosaurus Rex in nichts nach. Und da sehen wir hier den Tyrannosaurus Rex unter den Fischen. So sah nur alleine der Kopf aus. Und da fehlen noch die restlichen 9 Meter. Oh, ja. Und auch er ist ausgestorben. Wahrscheinlich hätte dann zu viele weggefressen und es war nicht mehr übrig. So geht es dann auch irgendwann den geldgeilen und geldgierigen Damen und Herren, die jetzt mit der Klimakatastrophenmeise die letzten Akt gemacht haben, um den Leuten die Hemden auszuziehen, dass sie sie ganz nackig machen können. Irgendwann ist nichts mehr zum Nackig machen da, dann fressen sie sich gegenseitig. Ja, und dann sind wir wieder
Dann sind wir wieder im Mittelalter angekommen. Ja, so ist halt der angeblich heute intelligente Mensch. Er weiß zwar angeblich viel, aber in Wirklichkeit weiß er gar nichts. Er ist dumm wie Brot, sagt man so schön, ne, umgangssprachlich, weil wenn es ums Geld geht, schaltet das Gehirn aus, sondern geht es nur darum, wiederkäuend immer wieder das zu wiederholen, was zwar die Lüge hoch 3 ist, aber viel Geld bringt. Ja, gut, das soll es wieder gewesen sein. Ich hoffe, es war wieder das ein oder andere Informative dabei, Interessante dabei, um mal mit Fakten den kleinen Schreihälsen von Fridays for Future und allen anderen Ökokatastrophen und Klimakatastrophenspinnern entgegenzutreten. Hatte ich im Übrigen gestern, als ich unterwegs war, nochmal einkaufen im Zeitungsladen und habe meinen Playboy-Kalender geholt. Im Übrigen, das ist diesmal nicht so bunt. Forscher waren Afrikaner und Araberin drin, diesmal nur Europäerin, haben sie was genannt. Auf jeden Fall, sage ich mal so, ja, den hole ich mir einmal im Jahr, den will ich auch. Man muss ja einmal am Tag was Hübsches gleich sehen, über dem Kühlschrank. Ja, gut, auf jeden Fall, da hatte ich so einen, das sagte ich nur, mit der Verkäuferin ins Gespräch gekommen, so, und die war ja meiner Meinung auch, sagte ich, irgendwie, wer Grüne wählt, der muss bekloppt sein. Und da stand so ein junger Mann neben mir und sagte, dann will ich ja auch bekloppt. Sag ich, okay, dann will ich Sie mal aufklären. Ich mache jeden Tag ein Geschichtsvideo, wo es um die Entstehung der Erde geht, wo man erkennen kann, wie sich das Klima verändert und warum halt Arten aussterben etc. Da kann man alles erfahren, es steht alles in Büchern. Und ich sage mal so, wer das negiert und die Grünen wegen der Klimakatastrophe wählt, der ist einfach blöd. Da kann ich nichts dran ändern, das ist einfach eine Tatsache. Ja, die Grünen haben ja noch andere Themen, sag ich, ja, ich werde aber zugeben, dass das das Thema ist, mit denen sie immer wieder hochkommen, mit denen sie den Rest alles kaputt machen. Gut, das nur so am Rande. Und damit ja, hoffe ich, dass das Video euch auch heute wieder gefallen hat und wir uns morgen wiedersehen, sofern der Facebook Gott will, auf allen drei Portalen, bei Facebook, bei YouTube und bei VK kommen. Und damit verbleibe ich wie immer mit: haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch, ciao, ciao, euer Egon.